ich sage, traumhaften Thema. Abheben in Südhessen. Nicht selber, sondern Modellflugzeuge, die abheben. Dazu darf natürlich kein Nebel sein. Und soll ich Ihnen was sagen? Es hat im Odenwald geklappt. Robert Hübner hat sich's angesehen. Das Modell einer historischen Jak 5 steigt in den Himmel von Oberramstadt im Odenwald. Das ca. 4 Kilogramm leichte Flugzeug, komplett aus Holz, zeigt gerne, was es kann. Ferngesteuert wird es von Wolfram Hase, dem Vorsitzenden vom Sportfliegerclub Darmstadt. Er fliegt schon 20 Jahre und beherrscht alle Flugmanöver, die man so drauf haben kann. Dieses saubere Abfliegen von einer festen Abfolge von Flugfiguren, das erfordert unheimlich viel Training. Und dieses Training ist Hobby und es macht auch Spaß, wenn man sieht, dass das eigene Training zum Erfolg führt, dass man dann auch so ein Programm sauber durchfliegen kann. Ganz nachhaltig fliegt dieses Modell mit einem Elektromotor und nicht wie früher mit Methanol. Bei den Modellen mit bis zu 2 Metern Spannweite ist das heute üblich, sagt er. Das Flugzeug ist leiser und belastet die Umwelt nicht und auch die Flugdauer ist gar nicht so übel. Wenn man ein normales Kunstflugprogramm fliegt, wo viele Passagen mit Halb- oder Viertelgas geflogen wird, sind Flugzeiten von 10, 12 Minuten wirklich zu erreichen. Und die Akkus sind inzwischen auch schnellladefähig. Das heißt, nach 20 Minuten bis einer halben Stunde ist so ein Akku wieder vollständig aufgeladen. Und wenn es mit den Temperaturen mal ordentlich runtergeht, so auf 2 Grad wie heute Morgen, und der Akku vorschnell leer laufen könnte, dann haben die Modellflieger sich dafür eine zwar unorthodoxe, aber wirkungsvolle Methode ausgedacht. Eingepackt und wärmen die ein wenig mit meiner Körperwärme vor, dass die also nicht so ganz eisekalt sind. Und wir haben jetzt 1-2 Grad. Ja, die gute Betriebstemperatur für so einen Akku liegt so in dem 30-Grad-Bereich. Über den Wolken ist die Freiheit übrigens gar nicht so grenzenlos, wie es scheint. Die Sportflieger müssen sich an die gleichen strengen Regeln halten wie Piloten von großen Sportmaschinen. Auf die freie Sicht kommt es an. 1,5 Kilometer sollte sie sein. Darauf mussten wir heute Morgen länger warten. Jetzt im Moment haben wir Nebel. Die Sichtweite liegt deutlich unter 1,5 Kilometer. Das heißt, wir sind in einer Wolke drin, die am Boden aufliegt. Das heißt, im Moment dürfen wir nicht starten. Auch Radius und Flughöhe der Modellflugzeuge sind streng begrenzt. Für die Flieger werden extra Gebiete ausgewiesen, sogenannte Flugboxen, in denen sie sich bewegen dürfen. Und das ist der Lageplan von unserem Platz. Das Karierte ist der Modellflugplatz, das ist der Start- und Landebereich. Das Braunschraffierte ist unsere Flugbox. Das heißt, innerhalb dieser Flugbox dürfen wir uns bis zu 500 Meter über Grund mit unseren Modellflugzeugen bewegen. Modellfliegerei ist eine Sucht, sagt Wolfram Hase. Entweder man ist hier ganz verfallen oder gar nicht. Irgendwann neigt sich der Akku heute dann doch dem Ende zu. Wolfram Hase muss zur Landung ansetzen. Das hat Frustpotenzial. Aber der nächste Start kommt ganz bestimmt.